Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir nehmen den Kampagnenauftrag Nummer 38 von 50 in Auftrag und der Auftraggeber ist mal wieder unser Roadmaster. Was geht, Bro? Ich bin durch meinen neuen Sponsoren ein wenig Kohle gekommen. Es wird mal wieder Zeit für einige Veränderungen. Ich dachte an eine neue Lackierung, checkt doch mal den Motor und seit kurzem stimmt da irgendwas nicht. Es rasselt beim Beschleunigen und bei das Schalten ist auch momentan sehr schwierig. Mach einfach alles, was nötig ist. Wenn du möchtest, dann erwähne ich dich auch in deine Werkstatt in meinen nächsten Videos. Ja, das ist doch nett von ihm, vom Roadmaster, wenn er das tun würde. Da haben wir ihn wieder. Den haben wir ja schon öfter mal gehabt, den kleinen. Hauen wir erstmal auf die Hebebühne. Und gucken mal ganz kurz durch, was wir dann da so Schönes vorfinden. So, also die äußere, das sieht ja richtig gut aus hier, ne? Also Karosserie sieht gut aus. So, dann gucken wir mal hier mal in den Motorraum rein. Und da sehen wir schon, oh ja, da ist ein bisschen was. Da ist der Motorblock im Arsch. Das heißt, wir nehmen einmal alles auseinander. Na gut. Okay, dann sind wir da dabei, ne? Fangen wir mal, achso, Luftfilter, da können wir mal reingucken hier. Ne, der sieht gut aus. Der sieht noch gut aus, den können wir drin lassen. So. Bremskraftverstärker ist auf jeden Fall mopsig. Die Batterie sieht noch gut aus. Lassen wir auch so. Dann fangen wir an hier oben. Dünnspulen raus. Bitte zu entschuldigen, dass das heute etwas später kommt, aber durch, sagen wir mal, merkwürdige Umstände bin ich leider nicht dazu gekommen, oder durch Umstände bin ich leider nicht dazu gekommen, rechtzeitig aufzunehmen. Ich nehme das jetzt hier auch erst am Sonntag auf. So kurz nach Mittag. Ich habe nämlich noch die Playoffs geguckt. Ja, merkwürdige Umstände heißt einfach, ich habe andere Dinge gemacht, ne? Das ist schon klar. Ich bin aber halt einfach zeitlich dann nicht mehr dazu gekommen. Und deswegen ist das heute etwas später, aber ich hoffe, also mal so. Ihr verzeiht mir das doch hoffentlich. Na komm, Generator. Raus mit dir. So. Dann. Na? Na bitte, nö. Ist schon wieder hakelig. Übrigens, es gab einen großen Patch vor. Vorgestern, glaube ich? Oder gestern? Bin nicht ganz sicher. Was gestern kam oder vorgestern kam. Ein 4 Megabyte Patch, wo sie noch ein bisschen Lokalisierung gemacht haben. Eine Mission Nummer 30 haben sie gefixt. Wo ich mir dann überlegt habe, da bist du doch schon durch. Was war denn da der Fehler? Weiß nicht, was das mit dem Ölfilter war, wo ich da so lange gesucht habe oder so. Da kommen wir von unten ran, also geht's hier oben weiter. Machen wir das Gehäuse mal ab. Gehäuse geht noch nicht. Ach, da ist noch eine Tragrolle dran. Ah, eine Umlenkrolle heißt es ja jetzt. Stimmt. Eine Umlenkrolle. So. Dann können wir das Gehäuse haben. Oh, der Zahnring, der ist auch nicht mehr. Sehr schön. So. Da raus mit der Nockenwelle. Raus mit der Nockenwelle. Geht so nicht abzubauen, weil das da noch dran hängt. Okay. Na gut, dann aber jetzt. Das ist alles so 88% hier rum, ne? Nur der Motorblock. Ich weiß nicht, was er damit gemacht hat, warum der Motorblock so scheiße aussieht. Aber gut, der Roadmaster halt, ne? Der macht halt ab und zu mal so Sachen. So. Und die Kolben sehen auch noch alle super aus. Komisch. Hat doch von außen mit dem Hammer gegengehauen. So, das ABS ist auf jeden Fall auch ein Rucksack hier. Eigentlich haben wir noch ein paar mehr Bremsteile, aber dann werden wir dann sehen, wenn wir da unten die Achse auseinandernehmen. Bei Spurstandkopf sieht man ja hier, den brauchen wir auch neu. So ist der Vergehen noch. Gut, na gut. Gucken wir doch mal, was wir da oben machen können. Hat er eigentlich noch so ein Kennzeichen dran hier? Ja, aber es steht nicht mehr Roadmaster drauf. Okay. Weil wo wir den das erste Mal hatten, da hat er ja ein Kennzeichen gehabt mit. Achso, warte mal, den müssen wir ablassen. Ablassen. Das können wir ja jetzt hier nicht einfach so hin. Wo ist es da? Hin plätschern lassen. Und schon wieder weg sein. So, also, dann geht's weiter hier. Irgendwann ab. Kohlwelle ist auch Schrott. War mal so richtig. Schade eigentlich, ne?
Oh, da guckt er. Ja, jetzt sehen wir, was kaputt ist, ne? Sploy guckt aus dem Motorgehäuse raus. Weiß ich nicht, ob sie das nochmal fixen wollen, dass sie bei dieser Motorstellung da das sind. Na, haben sie sich drauf geachtet, ne? Muss man nur so sagen. So. Und dann nehmen wir erstmal hier das Rad ab. Fangen wir von der Seite an. Sie haben übrigens gefixt, wenn man auf dem Testtrack nebenan war, hier also auf dieser Prüfstrecke da hinten, dass dann die Radbolzen nicht irgendwo stehen, sondern dass die an der richtigen Stelle sind. Oh, das Radlager ist auch hin. Dort Radlager ist auch hin, sonst der Rest geht hier, ne? So, nehmen wir neue Spurstandkopf noch raus. So, gut. Radding, achso, da müssen wir erst von der anderen Seite. Da müssen wir erst von der anderen Seite ran. Heißt die Corona? Ich glaube ja, ne? Die Felge hieß jetzt gerade Corona. So, dann nehmen wir hier. Oh, da könnte der Axtträger einen weg haben. Oder? Ein Teil da. Die Radnarbe. Machen wir mal Inspekteur-Modus. Ja, die Radnarbe hat einen weg. Gut, dann müssen wir das hier komplett auseinandernehmen bis zur Radnarbe. Also einmal die Bremse. Bremsbeläge. Scheibe runter. Radlager raus, hier geht das Radlager und hier geht die Radlage nicht. Na gut, okay. Hm? Wir müssen uns wieder merken mit dem Radlager, dass wir das an die richtige Stelle wieder einbauen. So, achso, das Teil raus. Und dann das Getriebe abnehmen, weil in der Kupplung müsste auch noch was sein, weil er sprach ja auch von schlechter Schaltung. Oh ja. Hm. Einmal Kupplung komplett im Arsch. Ah. Kupplungsscheibe auch. Rundrad sieht auch nicht mehr schön aus. Runter damit. So. Gut. Ach ja, hier ist noch ein Spurstandkopf. Ein Spurstandkopf bitte. Okay, so. Jetzt ist die Frage, ob hier noch ein Gummipuffer drin ist. Werden wir dann sehen. So. Dann hinten an der Hinterachse sieht eigentlich alles gut aus, ne? Das sieht eigentlich alles ganz schicki aus hier. Hier mal so rum, so, ja. Geht gut, ne? Dann gucken wir doch mal den Auftrag. Was haben wir nicht gefunden? Ein Teil haben wir noch nicht gefunden. Und da haben wir einen Teil noch nicht gefunden. Also zwei Teile sind noch nicht gefunden. Ja gut, das eine ist das Motorgehäuse. Unter anderem. Tja, gucken wir mal so ein bisschen krumm und schief hier durch die Gegend, aber ansonsten, ach ne, wir können ja nachher noch Tests machen, das ist ja nicht das Problem. Machen wir einen Testfahrt und dann sehen wir das schon was. Also, wenn es im Motor ist, werden wir es eh rauskriegen, weil wir ja eh alle Teile aus dem Motor rausnehmen. Also wenn jetzt irgendein Kolbenring klingelt oder so, ne, den werden wir jetzt schon mitkriegen. Achso, Kurbelwelle, ja, die beiden Teile sind das. Und die Kurbelwelle sein und... Weil wir wissen ja eigentlich noch nicht, dass die Kurbelwelle, also offiziell weiß der Computer noch nicht, dass ich weiß, dass die Kurbelwelle kaputt ist. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Na, ich glaube schon. Der Computer weiß noch nicht, dass ich weiß, dass die Kurbelwelle kaputt ist. Das ist schon richtig. So, Kurbelwelle raus. Achso, da haben wir noch einen Kurbelnagerdeckel dran. Dann können wir es nicht rausnehmen. Das geht nicht. So, dann wieder runter mit dem guten Stück. So, und ab dafür. Hier. Wollen wir mal ein bisschen gucken, was wir repariert kriegen. Gut. Okay. Dann brauchen wir jetzt im Shop. Irgendwas im Shop haben sie auch geändert mit Mod-Teilen und Dings-Teilen. Irgendwas haben sie da gekennzeichnet. So, wir brauchen auf jeden Fall zwei Spurstandköpfe. Wir schreien ja. Das wollte ich gar nicht. Na gut, schreiben wir mal den Ladensitz an hier. Ich muss dann Köpfe. So, wir brauchen mindestens ein Radlager. Die Radlager, die Radnarbe vorne, die wir auch nicht repariert gekriegt haben. War noch irgendwas? Und den Rest müssen wir gucken, ob wir es repariert gekriegt haben. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier den Motorblock haben. Ich glaube nämlich nicht. Ne, hier haben wir noch. Oh, neu. Motorblock R4. Na klar, kauf mal gerne. Motorblock. Wo ist denn hier R4? Da.
gebaut. So, dann gucken wir mal hier die Anbauteile. Die sollten ja alle tipptopp in Ordnung sein. Haben wir ja zum Teil ja sogar noch eben repariert. Den Servopumpe hier drüben. Oh, da haben wir noch eine alte im Lager. Da kommt wahrscheinlich auf das Pleuel-Lager her, was wir noch hatten. Ein Rumpfstärker. Wir haben noch einen Heil in der Tasche gehabt. Okay. Gut, nehme ich hin, ne? Aber ihr Steuergerät, das brauchen wir neu. Bremse in ein ABS-Steuergerät. Kostet ja nur 600. Ach. So. Denke mal, wir werden dann noch einen Stufenaufstieg haben, aber naja, bei Level 50 müssen wir ja noch hin, ne? Bis wir alles dann freischalten können. Dann haben wir zwei etliche Freischaltpunkte. Ich hätte gedacht, dass mit so ein paar Patches vielleicht eventuell so ein paar Perks noch dazukommen, die man vielleicht sogar gebrauchen könnte, ne? Also. Die sogar sinnvoll wären. An manchen Stellen durchaus, ne? Gibt's bestimmt was. Was noch sinnvoll ist. Aber naja, gut. Muss ja nicht. So, hier war das Rad leider kaputt auf der Seite. Auf der anderen Seite war es gut. Dann brauchen wir das hier. Angeschraubt. Damit sind wir auf der Seite erstmal soweit durch. Dann können wir hier erstmal das Flammenrohr. Oh, das müssen wir auch neu haben. Okay. Nee, eigentlich wollte ich den Ölfilter erwischen. Geh mal hin zum Ölfilter. Danke. Ölfilter, wieder dran schrauben. Sehr gut. Kohlwelle. Muss ich mal kaufen. Kohlwelle R4 nehmen wir an. Nicht R, sondern T ist ja ein Laden, den wir suchen. Kohlwelle R4. Da ist sie. Und das Lied ist auch so ein bisschen eher so 70er, ne? Oder sogar ein Kurbelwallenlagerdeckel kaputt. Alles klar. Immer neu. Habe ich gar nicht mitgekriegt beim Auseinanderbauen. Ein Kurbelwallenlagerdeckel. Weiß gar nicht, ob das Kurbelwallen-Dingsbums war, glaube ich, auch defekt, ne? Egal, wir haben alle sehen. So, dann gehen wir hier mal zur Kupplung. Was brauchen wir denn alles in der Kupplung? Können wir gleich mal hier. Erstmal ins Inventar geguckt. Getriebe, was haben wir denn schönes alles? Komplette Kupplung und das Getriebe ist heiler, alles klar. Also wir brauchen nur die Kupplung. Aber die komplett. Getriebe. Bitte schön, einmal die komplette Kupplung. So, mit Schwungrad. Aber weil das Schwungrad immer kaputt geht bei den Leuten, also das ist eigentlich was gewesen, was ich nie habe gesehen kaputt gehen in meiner ganzen Zeit, die ich Kfz-Mechanik gemacht habe. Das ist schon eigenartig. So, dann machen wir hier das Kupplungsdrucklager dran. Abtiertriebe. Oh, man wird hier gut voran hier heute, ne? So. Da kommen wir noch nicht weiter, dann kommen wir da nicht weiter, dann brauchen wir ein neues Flammenrohr. Gut, Flammenrohr-Turbo brauchen wir neu. Abgasanlage, Flammenrohr-Turbo. Ja. Das ist ja billig. 63 Euro. So. Dann können wir jetzt hier dann schon mal ein Stückchen mehr Getriebe reinbauen. Oh, Antriebswelle, Typ C, beide kaputt. Alles klar. Antriebswelle. Vorderachse, Typ C, beide kaputt. Gekauft. Sehr schön. Eingebaut. So, dann nehmen wir die Felge da drauf. Sehr schön. Hopp. Alles wieder dran. Abtauchen. Ach komm, dann lass mich doch los. So, dann gehe ich da halt jetzt zu Fuß hin. Aua. So, hier haben wir die neue Radnarbe. Genau. Aber das gute, das gebrauchte Radlager. Das haben wir. Bremsscheibe dran. Gut. Es wird ja. Wir kriegen den Auftrag wahrscheinlich schneller fertig, als ich dachte. So. Umstandkopf hier noch. Genau. Und dann kann man hier schon wieder das Rad davor schrauben.
Aber morgen sehen wir uns wieder. Wir werden morgen den Rest des Fahrzeuges fertig schrauben. Und dann, ja, denke ich mir mal. Gut, ich lasse ihn schon mal runter, ne? So. Ja, das machen wir morgen weiter. Das war eine Folge Car Mechanic Simulator 2018 hier aus TGM Studio.